Das Besondere am Objekt Berlin-Pankow sind diese speziellen Treppengeometrien. Das ist also alles andere als Standard. Bei Standardtreppenläufen werden die Lasten und auch die Entkoppelung über die jeweiligen Bauteile vorgenommen. Hier hingegen haben wir eine Treppenskulptur. Die ganze Skulptur wird über die Treppenhauswände abgetragen, über die Stege. Die Stege selbst werden in Ortbeton hergestellt. Die halbgewendelten Fertigteiltreppenläufe vom Fertigteilwerk Gilne sind als Fertigteil angeliefert und werden mit entsprechenden Armierungen in den Ortbetonstegen verbunden und als homogenes Bauteil letztendlich ausgeführt, welches dann die Last über die Treppenhauswände abträgt. Der Bauherr wünschte eine freitragende Treppe im Atrium dieses Objektes. Diese sollte in Sichtbetonqualität ausgeführt werden und ohne jegliche Stützen auskommen. Wegen der heutigen Trittschallanforderungen war die Treppe zu entkoppeln. Wir haben dann als Tragwerksplaner die Treppe früh dreidimensional modelliert und die hohen auftretenden Lasten mit der Firma Schöck zusammen abgestimmt und Stellen untersucht, wo die Treppe quasi vom Bauwerk zu entkoppeln war. Bei diesem Objekt war die Sichtbetonqualität gefordert. Diese ist mit Fertigteilläufen viel besser als mit Ortbeton zu erreichen. Und weiter gab es eine gewisse Serienfertigung, weil wir ja hier 6 baugleiche Häuser haben und somit ca. 30 Fertigteilläufe. Der Bauherr wünschte die Einhaltung der Anforderungen an den erhöhten Schallschutz nach Beiblatt 2 der DIN 4109. Wir haben hier in zweierlei Hinsichten Besonderheiten, zum einen eben die freitragende Treppe und zum anderen, dass es hier eben keinen Belag gibt auf der Treppe. Und die Läufe sind ja eben nicht vom Podest entkoppelt, sondern man musste ja die Treppe in einem herstellen und somit war sie dann im Gesamten zu entkoppeln. Es war kein konkretes Element festgelegt. Die Ausschreibung fand auf Grundlage der Leistungsphase 3 statt. Wir haben dann zusammen mit der Firma Schöck Bauteile GmbH eine Sondertronsole entwickelt, die eben die hier auftretenden speziellen Lasten aufnehmen kann. Wir haben zusammen mit den Beteiligten unserer Anwendungstechnik, der Entwicklung und auch dem Tragwerksplaner eine Abtragung dieser schwer belasteten Stege entwickelt, die aus Sondertronsolen zwar besteht, allerdings mit der Tronsole Typ B vorgenommen wurde, die auch in vielen anderen Anwendungen zum Einsatz kommt. Das Besondere hierbei ist allerdings die Anordnung der Tronsolen, wie sie verbaut werden und der letztendliche Einbau im Beton. Meine Rolle als technischer Berater bei der Firma Schöck Schallschutz für Stahlbetontreppen war insbesondere die Koordination der internen Abteilungen, sowohl als auch extern mit der Baustelle, den Bauherren, den Planern, Generalunternehmer herzustellen, das Projekt auch voranzutreiben und somit auch die Umsetzung zu gewährleisten. So eine Geometrie bekommt man normalerweise nur einmal im Leben zu sehen. Und dabei war es sehr interessant, auch den Schallschutz, den geforderten Schallschutz einzuhalten. Und diese Aufgabe haben wir uns gerne gestellt und haben sie auch gelöst.